Ihr seid auf dem Kanal von unserem i-Tüpfelchen in Koblenz. Herzlich willkommen. Ich bin die Katrin. Birgit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem richtig tollen neuen Projekt, gell? Genau. Ihr seid neugierig auf unsere Patchwork-Decke Nummer 2. Hier kommt sie. Ihr habt Stoffstreifen. Und wollt daraus eine Decke machen. Habt aber keine Lust, Quadrate zu schneiden. Dann seid ihr hier genau richtig. Bleibt dran. 1, 2. Dann wird es diese wunderschöne Decke. Genau. Wir nehmen Maschine aufbauen, Faden rein. Fertig, los. Wie immer, die Stoffe gibt es bei uns im Internetshop. Dazu gibt es auch noch eine Kreativtüte. Wir verlinken euch alles in der Infobox. Wir haben für unsere Decke die Stoffe von Aquafaktum gewählt. Wenn ihr eure Stoffe zusammensucht, nehmt bitte wirklich Patchwork-Stoffe. Ihr braucht gute Baumwollstoffe, ansonsten geht's nicht. Nee. Also es wird nicht so schön, nein, sagen wir mal so. Stoffe laufen sonst anders ein. Wäre schade, wenn das Ergebnis nachher so krumpelig aussieht. Um zu starten, bitte setzt euch eine neue 70er Nadel in eure Maschine, spult schon mal ordentlich auf. Ja, zwei, drei Spülchen, damit man nicht nachspulen muss. Genau. Mache ich ganz gerne. Und dann könntet ihr eigentlich schon starten. Halt, stopp! Die Stichlänge verringern auf 2. Genau. Beim Patchworken, da arbeiten wir mit einer kürzeren Stichlänge. Schneidet euch aus euren Streifen 15 cm Streifen über die ganze Bahn durch. Dann hat die Mama fleißig schon mal die Webkanten abgeschnitten, um die Streifen alle aneinander zu setzen. Kleiner Tipp, wenn die Matte zu kurz ist, legt euch eure Streifen einfach zur Hälfte und schneidet sie dann. Und der nächste Stoff ist dran. Achtet darauf, immer vom Bauch wegzuschneiden. Schneide nun bei allen Streifen die Webkanten ab. Du legst dir am besten einmal alle geschnittenen Streifen so in der Reihenfolge, wie es dir farblich gefällt. Bedenke dann, wenn nachher alles zusammengenäht werden soll, hast du ja die Farben immer versetzt laufend. Also wenn das jetzt ein bisschen kompliziert klingt, ihr seht es gleich im Bild, dann ist es einfacher zu verstehen. Zum Starten stellt ihr eure Stichlänge runter auf 2,0. Jetzt bitte einmal verriegeln und ihr näht Reihe 1 an Reihe 2. Ihr kommt nun an den Punkt, dass ihr eure Streifen alle aneinander setzen sollt. Ganz wichtig ist, dass ihr die gegenläufig aneinander setzt, sonst näht ihr euch eine Banane. Sprich, ihr näht einmal von oben nach unten und dann wieder entgegengesetzt von unten. Was die Katrin jetzt meint, genau richtig, ne? Eine Bahn so, die nächste käme jetzt dran und ihr näht in die andere Richtung. Nicht jede Maschine hat eine sehr gut eingestellte Fadenspannung, darum geht es nämlich eigentlich hier bei diesem Punkt. Und ihr vereinfacht euch das Ganze, dass ihr nachher wirklich auch ein gerade zusammengenähtes Stück habt, indem ihr genau das macht, was die Katrin gerade erzählt hat. Und so näht ihr alle Streifen aneinander. Genau. Nächster Schritt ist bügeln. Gut gebügelt ist halb genäht, hat mir meine Mama immer früher gesagt. Ihr wisst, dass ich sonst immer sage, beim Patchworken bügelt so wenig wie möglich. Aber wir müssen jetzt hier einmal die Nahtzugaben so ein bisschen glatt bügeln. Das macht ihr bitte erst von der linken Seite, indem ihr auch versucht, die Stoffstreifen so gut wie möglich auseinanderzuziehen. Ihr seht es im Film. Seht ihr gleich, genau. Genau. Und die Nahtzugabe einmal hoch und einmal runter. Wieder hoch und einmal runter. Zeigen wir auch gleich, dass man das ein bisschen schöner nachher vom Nahtkreuz hat, gell? Jetzt nochmal
auch noch einmal ganz kurz dann von der rechten Seite, damit ihr seht, dass ihr da nicht irgendwie so leichte Fältchen eingebügelt habt. Hier in dem Bild sieht man das nochmal wunderbar. Die untere Nahtzugabe zeigt nach oben und die obere nach unten. Alles ist gebügelt. Ihr schließt das Ganze jetzt zu einem Tunnel. Näht also die letzten beiden langen Kanten aneinander. Dann ist es eine Runde. Ein Tunnel. Ja. Und dann schneiden wir einmal vorne die eine Kante schon mal gerade ab. Genau. Ihr legt euch das auf die Matte. Richtet das so aus, dass ihr seht, dass auch wirklich alles im rechten Winkel ist. Dazu nutzt ihr bitte die Linien auf eurer Schneidematte. Und wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch jetzt. So sieht es aus, wenn alle Streifen aneinander genäht sind. Nun näht ihr den letzten Streifen aufeinander, rechts auf rechts, und somit ergibt sich dieser Tunnel. So, die erste Kante vorne ist gerade abgeschnitten. Jetzt macht ihr euch dran, 15 cm breite Streifen von diesem Tunnel abzuschneiden. Und warum? Seht ihr gleich. Ja, um diese Zauberdecke fertigzustellen, ihr habt nicht einmal ein Quadrat in der Hand. Warum, seht ihr jetzt? Hauptarbeitshilfsmittel ist jetzt der Nahtrenner. Ich habe meine Brille nicht auf der Nase, die Katrin kann anfangen. An einer beliebigen Kante trennt ihr jetzt erstmal das Ganze auf. Nur, dass ihr jetzt quasi wieder Streifen habt. Aber, genau, ihr fangt bei den ersten Streifen an, egal wo. Und beim zweiten ist es nämlich dann nicht mehr egal. Gib mein Bestes. Der Clover Nahtrenner übrigens, ein hervorragendes Arbeitsgerät. Kommt natürlich auch in die Infobox. So, jetzt haben wir hier angefangen. Gelb ist oben, dann kommt, nee, andersrum. So rum, damit die Decke richtig rum ist. Blau, grün, rot, Klaushause Braus. Genau. So, der nächste Streifen wird jetzt mit einem Quadrat Versatz nach oben oder nach unten, das könnt ihr euch aussuchen. Du machst mal gerade weiter. Aufgetrennt. Und so verfahrt ihr gleich mit allen Streifen. Das heißt also, jeder Streifen wird um ein Quadrat versetzt. Getrennt. Also, seht ihr, na, entsteht es so, dass die Quadrate sich halt immer im Versatz nach unten bewegen. Und oben habt ihr aber die geschlossene gerade Kante. Das machen wir jetzt gleich mal mit allen Streifen und zeigen euch nochmal, wie es dann aussehen soll. Genau so soll das jetzt fertig ausschauen. Ihr habt fleißig geschnitten, dann seid ihr genauso weit wie wir dann jetzt. Beim Schneiden bitte markiert euch die Streifenreihenfolge. Schaut mal, wir haben hier einfach unsere Nummern draufgeschrieben, damit ich auch weiß, warum und nein, welcher Streifen an welchen kommt und warum. Das zeige ich euch jetzt gerade. Ich liebe ja diese Nahtkreuze. Heißt, die Nahtzugabe ist ja bei dem einen Streifen nach unten gebügelt, bei dem nächsten automatisch dann nach oben. Heißt, wenn ich sie rechts auf rechts lege, entsteht dieses berühmte Nahtkreuz, von dem ich so gerne spreche, lässt sich besser verarbeiten und es sieht nachher einfach auch sauber und ordentlich aus. Ihr beginnt jetzt mit dem Nähen, indem ihr dann Streifen 2 auf Streifen 1 legt. Näht einmal die lange Bahn zusammen. Na, schön wieder darauf achten, dass hier Naht auf Naht und Nahtzugabe in, jeweils in die andere Richtung zeigt. Nähfüßchen breit wird alles zusammengenäht und auch hier gilt wieder, wir nähen einmal von oben und legen uns den nächsten Streifen so drauf, dass die Naht von unten nach oben genäht wird, damit eben halt nachher auch das Ganze wieder schön gerade liegt. Also ran an die Maschine! Nun werden alle getrennten Streifen aufeinander genäht, Streifen 1 an 2. Jetzt schaut ihr genau hin, dass die Nahtzugabe wirklich schön aufeinander liegt, das eine nach unten, das andere nach oben. Beim nächsten Video seht ihr das gleich mal nochmal von der Seite. Wenn ihr exakt gearbeitet habt, dann sieht das wirklich richtig gut aus.
Stück für Stück arbeitet ihr euch vor und dann seht ihr gleich, wenn ihr den Streifen zusammengenäht habt, das wunderschöne Ergebnis. Denkt auch hier wieder dran, einmal von oben nach unten nähen und jetzt wieder zurück von unten nach oben. Hier in der Einstellung siehst du nochmal, wie schön die Nahtzugaben aufeinander passen. Es bilden sich Nahtkreuze, dass es einfach nicht zu dick wird. So lässt sich das gut verarbeiten. Der letzte Streifen wird nun dran genäht und somit habt ihr gleich schon mal das Top eurer wunderschönen Patchwork-Decke fertig. Ihr wart genauso fleißig wie wir und eure Decke sieht jetzt so oder ähnlich aus mit euren Stoffen natürlich. Dann seid jetzt neugierig darauf, wie es weitergeht. Jetzt muss ja das Top, so nennen wir das, die Rückseite und das Vlies aneinander gesetzt werden. Wir sind gerade dabei und drehen das Video dafür ab. Dieses kommt in den nächsten Tagen auf unseren Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Glocke aktivieren, abonniert unseren Kanal. Ihr wisst, ne, wir möchten ja ganz groß werden. Seid einfach mit dabei. Wir freuen uns, es macht uns wahnsinnig viel Spaß. Habt ihr Fragen, habt ihr Anregungen, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Kommentar.